Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, in der letzten Folge haben wir zwei Nebenquests gemacht in Gongaga, haben eine Waffe hier für Barrett bekommen, die er jetzt gerade trägt, Fafnir, ne? Und wir haben diese eine Mission mit diesen Hühnchen gemacht, die wir hier ja verschlungen haben, nachdem wir die Quest erledigt haben. Und ja, wir sind ein bisschen rumgeirrt, beziehungsweise ich, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, wo wir hin müssen. Ich habe den mir extra auf der Karte markiert, irgendwo hier ist das, und dann habe ich da schon eine Brücke vom Weiten gesehen und da geht es dann endlich weiter. Also ja, heute wird es ein bisschen mehr davon geben, aber da noch eine Quest hier übrig ist, würde ich sagen, machen wir erstmal die Quest noch, ne? Ich wollte ja eigentlich mit der Erkundung so dranhängen noch, ne, nachdem wir ja fertig waren mit den Quests, aber ich glaube, ich muss hier raus, ne? Ja, na, hat halt nicht geklappt hat, würde ich sagen, ja. Machen wir hier nach, ne? Wenn wir endlich mal hier weiterkommen. So. Ich muss da oben hin. Ha, ha. Eine Sekunde. Ich hole nur mein kleinen Schokobo und dann komme ich dir da hoch. Wo ist mein Schokobo? Da waren wir vorbeigelaufen. Darf ich nochmal hier, muss ich hoch, ne? Geh da hoch, bitte. Nein, das war nicht richtig. Mein Gott. Ja, nur im Sprung, deswegen. Okay, so langsam geht mir diese Orten ein bisschen auf den Nerven. Meine Güte, ist hier so verzwickt alles. Komme ich denn jetzt da hoch? Das ist so ein Schokobo-Zeichen. Muss ich da irgendwie? Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier mit dem Schokobo dahin. Also, Kollege, oh Gott, wie komme ich dahin? Das fangen wir ja nicht auch schon wieder an. So, Gott sei Dank. So, kriege ich den Speer als Waffe? Wir haben noch nicht den Speerkämpfer in unserer Gruppe. Bitte. Ich will stärker werden. Und mit eurer Hilfe wird mir das auch sicher gelingen. Mein Name ist Zotetsu. Ich bin in der Jugendwehr. Unsere Chefin hat mir von euch erzählt. Sie sagte, dass ihr es selbst mit Shinras neuesten Waffensystem aufnehmen könntet. Ach, erzählt man sich das, ja? Nun, ich will ja nicht prahlen, aber genau so ist es. Ihr müsst mir unbedingt das Kämpfen beibringen. Will nämlich so stark wie Zack werden. Für sowas haben wir keine Zeit. Den Auftrag annehmen. Zack, sagst du? Er ist schon seit Kindheitstagen ein guter Freund von mir. Nachdem er das Dorf verließ, habe ich allerdings nichts mehr von ihm gehört. Aber er ist ja auch Soldat. Ob Frieden herrscht oder nicht, er wird bestimmt trotzdem viel in der Welt umhergeschickt. Okay, warum kann ich hier nur... Tut mir leid. Wir sind nur auf der Durchreise. Bitte, ich flehe dich an. Hä? Hä? Du meinst mich? Du hast den gleichen Wurfstern wie Sisney. Ich habe ihn sofort erkannt. Du bist die Einzige, die mir weiterhelfen kann. Bitte, würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß ja nicht. Aber wenn du so sehr darauf bestehst, gegen einen kleinen Obolus in Form einer Materia ließe sich schon was machen. Mein Training ist allerdings ziemlich streng. Gewiss, ich bitte darum. Also gut, du hast es nicht anders gewollt. Wenn du bereit bist, treffen wir uns da drüben, Schüler Nummer 1. Jawohl, ich bin allzeit bereit, Meisterin. Alles klar. Hey. Komm doch mit. Bestimmt lustig, Schüler Nummer 2. Ja, ein Lebensbalken. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ein großes Idol. Okay. Dann nehmen wir mal. Hatte wer jetzt schon seine Dings gelernt hier? Was gezeichnet? Gut. Jetzt nimmt der Yuffie mir auch noch hier den Job als Alleskönner weg. Das darf nicht wahr sein. Jeder nimmt mir den Job hier weg.
Ninja zeichnen sich vor allem durch ihre Ausdauer aus. Weshalb wir auch gleich mit der Schinderei anfangen. Ein Ninja muss im Notfall nämlich blitzschnell zu seinen Kameraden zurückkehren können. Kapiert? Jawohl, Meisterin. Den Training beginnen. Okay. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Los! Okay. Bleib immer schön konzentriert, mein Schüler. Wie ein Gegner kämpfen. Also, kommt her. Ich muss noch mal Dread hier die Fähigkeiten lernen, glaube ich, ne? Übernimm du. Oh, okay. Rufe Schockanfälligkeit hervor, okay. Eine Schockanfälligkeit, Ist das alles? Ich brauche dich für die Auszeit. Ich muss schon einfach kontern hier, ne? Oh Gott. Ja, den Vorschlag kann ich nicht kontern. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Okay, dreimal getroffen. Aber oh, muss ich auch heilen, ne? Er hat doch jetzt auch so einen heilen Angriff, ne? Selber noch ein Frosch. Du bist dran. Immer muss ich die Suppe auslöffeln. So, ich muss mal kurz gucken. Analyse. Irgendwas bist du anfällig. Heiß. Okay, dann machen wir einmal hier. Ja, ist ja nicht schockanfällig, das ist doch Schock. Nein. Na. Fehlschlag. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich muss das sogar machen, alles klar. Na gut. Müssen wir wissen, wie ich den Schock anfällig mache. Weise mir den Weg, Meisterin. Volle Konzentration. Sie nicht. Ja, wenn ich mal wisse, wie ich die Schock anfällig mache, ne? Also meine AP, wenn nicht geheilt, ist was da falsch, das aus dem Schock anfällig zu machen. Ja, mach ich doch. Dann übernimm. Wer zeigt aber? Lieb von dir. Jetzt erst recht. Bin mal so frei. Feuer. Übernimm du. Stets zu Diensten. Okay. Ich glaube, Yuffies Sachen sind irgendwie nicht genug, ne? Ich übernehme das. Na. Ah, war das hier wenigstens? Übernimm dich nicht. Ich mach das. Mein Einsatz. Hey, wieder eine. Mein Gott. So knapp gescheitert. Ach, sie hat seine. Okay, ich dachte, Yuffies AP wären auch geheilt. Na gut. Weise mir den Weg, Meisterin. Volle Konzentration. Neuer Versuch. So, hast du irgendwas? Ich zähle auf dich. Genug? So, niemand von euch hat irgendwas. So, ich hab, boah, Leute. Aber keiner von euch hat irgendwie so Schocksachen. Da. Okay. Ins Gesicht. So. Jetzt noch was.
Ja, Problem ist, wenn man keine richtigen Zauber ausgerüstet hat, ne? Mann. Gut. Das könnte, weiß nicht, je nachdem wie lange das dauert, könnte halt nervig werden. Aber okay. Wie heißt so schön? Den Ninja im Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Dun, 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 dun. So. Für einen Schocker bei. Zweimal Schocker fähig. Ja. Okay, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Komm her. Greif mich an. Nein, mich. Mich. Na komm. Alter. Okay. Okay, das ist ein bisschen einfacher hier gerade. Für mich ein. Tot, ich habe was vollkommen anders verstanden von Red. Asche zu Asche. Das läuft doch richtig gut. Okay, na, sie hat sogar eine Animation gemacht zum Heilen. So sie irgendwie einen Gegenstand einsetzen oder. Okay. Schließt er sich unsere Gruppe an? So, ich glaube, hier hat sie das Spiel mir auch gesagt, so, hey, hier musst du lang. So. Okay. Mein Gott. Oh ja. Ja, okay, dann nimm du. Also zwei von vier, okay, ich wollte schon sagen. Wie soll ich denn bitte schon hier? Wie soll ich denn bitte hier viermal den Kampf innerhalb des Zeitlimits schaffen? So, kannst du auch mal lernen, jawohl. So. Mein Gott, warum ist die erste Herausforderung so schwierig gewesen? Das ist genau wie ein Genshin Impact mit dem gewundenen Abgrund, ey. Die ersten Räume immer von Ebene 12 immer voll brutal und dann der letzte noch voll chillig, ey. Im Vergleich. Ich hasse den gewundenen Abgrund gegen Genshin. Er wiederholt sich alle jeden Monat, ey. Das ist voll kacke, ey. Schon 3-4 Mal den gleichen gemacht, ey. So, hier wäre ich spätestens über das neue Gebiet hier gestolpert, meine Güte. Okay. Ist das eine Tomberry-Vogelscheuche? Schon erschöpft? Alter Jammerlappen. Ich werde mal da drüben nach dem Rechten sehen. Hast so lange Pause. Ohne Ausdauer nützt dir Stärke gar nichts. Das meinte Zack auch immer. Deswegen hat er aber Kniebeugen gemacht. War Zacks geheimer Übungsplatz. Auch wenn an ihm eigentlich nichts geheim war. Jeder im Ort kannte ihn. Ich will so werden wie er. Er doch gelacht. Schau, das habe ich von Zack gelernt. Ja. Schneller. Höher. Immer weiter. Schneller. Höher. Immer weiter. So wird das nichts. Die Winkel der Knie bestimmen die Kontraktion. Du musst die Muskeln im Gesäß und Schenkeln bewusst wahrnehmen. Jawohl. Okay,
Ich will gar nicht runter, Mann. Ich mache richtig bessere Kniebeugen. Wo auch immer er ist. Und ja, ich mache Kniebeugen hin und wieder. Pause kannst du später machen. Meisterin. In Deckung. Was seid ihr für Leute? Bad, schau nicht nur so. 12 Gegner in der Gongaga-Region registriert, ausgezeichnet. Au, Gott. Ein Mastodon. Ah. Kann ich euch mal... Ich euch erstmal... Oh. Okay. Wechsam, Feuer. Hab ich noch was. Nein, der Kollege wird nicht angegriffen. Alter. Ich will gar nicht flüchten, Mann. Mein Gott, könnt ihr euch mal abregen? Mein Gott. Lass mich mal. Na, komm mal auf mich los, Leute. Los. Verschwinden. Was ist los? Mein Einsatz. Jetzt. Was? Ganz kurz. Ich wollte schon sagen, kann ich auch mal kontern? Alter. Nicht mit mir. Jetzt. Na, komm her. Schluss, lustig. Sollte ich auch. Mann, ich schock. Aua. Synchro-Fertigkeit. Mach mal. Boom, boom, boom. Haben wir schon mal gesehen? Ja, nicht der andere. Aber die Juppie. Blutrausch auf, der ist fast tot. Also kommen wir um den. Dusch. Und zack. Kann auch was sein, Limit. Ich bin bereit. Das war's. Nein, hier geblieben, du. Okay. Gewonnen? Dieser Sieg trägt das Training bereits Früchte? War sogar gemacht. Fantastisch. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir sehen uns im Dorf. Meine Belohnung! Was ist das? Hinter ihm her. Okay, cool. So, ich sehe gerade jetzt einen Turm, glaube ich, in der Nähe. Ne? Sollen wir in Audrex? Ne, machen wir gleich. Na, gucken wir mal hier. Soll vielleicht auch mal mit einem Schokoboy rumlaufen, wegen vergrabenen Schätzen und so, ne? Soll ich mir vielleicht mal angewöhnen. Ah, Leute, geht aus dem Weg. So viele Schokobos. So viele Kinder-Schokobos. In der nächsten Aufnahme Session hätte ich ein paar Chocobos. So, zurück hier hin. Okay, ich habe letztes Mal hier nachgeguckt, wir können uns hier noch mal was holen. Hallo. Ich habe genug Punkte gehabt. Und nicht das hier. Immer noch nicht alles. Egal. Bis bald. Wir haben uns beratschlagt. Wer sind wir? Wir möchten euch fragen, ob ihr die Jugendwehr als Kampfausbilder unterstützen würdet.
Es geht ja nicht nur um mich. Wenn wir alle stärker, mein Gott, die Link sieht aus wie Alex hier aus Minecraft. Wir sind nur auf der Durchreise. Die weibliche Version von Steve. Ihr könnt hier doch Rast einlegen. Hm. Wir nehmen den Job an. Für 1 Million Gil. Das ist teurer als gedacht. Aber noch im Bereich des Möglichen. Hä? Und 10 Materia. Aber von der seltenen Sorte, okay? Dann lehnen wir ab. So, Tetsu. Diese Leute sind in der Tat sehr stark. Allerdings scheint ihre 10 Materia sind noch nicht 1 Million Gil wert. Nur zu Problemen führen. Wenn ihr stärker werden wollt, werde ich euch trainieren. Und zwar ohne irgendeine Bezahlung in Gil oder Materia. Danke, Sisney. Nett von dir. Aber wenn wir die Hilfe von Cloud und seinen Freunden in Anspruch nehmen, könnten wir viel mehr... Ach, meine Hilfe reicht euch wohl nicht. Was das Kämpfen angeht, könnt ihr noch 1 oder 2 Dinge von mir lernen. Wenn ihr bereit seid, noch mehr zu trainieren, dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ehrlich gesagt hatte ich das sowieso vor und jetzt bietet es sich geradezu an. Was sagt ihr? Ich bin dafür. Ich ebenso. Und ganz doll ich. Tut mir wirklich leid. Hielt es eigentlich für eine gute Idee, aber ich stehe wohl alleine da. Weißt du, ich hatte zu Anfang das Gefühl, das Schicksal hätte uns zusammengeführt. Mach dir nichts draus. Also gut, abgemacht. Du erinnerst mich so sehr an Zack. Du hast fast die gleichen Klamotten an. Du hast auch das gleiche Schwert. Ich meine, jetzt gerade nicht, aber du hast auch das Panzerschwert. Du hast stachelige Haare. Cloud, Yuffie. Ich weiß ja, dass ihr auch irgendwie über die Runde kommen müsst. Oh, nice. Aber zu viel Habgier schadet nur. Mag schon sein, aber kostenlos gibt's auch nichts. Her mit der Materia! 3 Stück! Na gut, sag mir 2! Hör endlich auf, ist ja peinlich. Oh, bitte, wenigstens eine! Ach, die Fertigkeitsdinger sind auch gut. Waffenstufe gestiegen, ausgezeichnet. Cloud ist auch hochgelevelt, aber alle sind aufgelevelt, gut. Wo ist das Ding? Das war irgendwo in der Nähe, ne? Nein, was nicht. Okay, neue Aufträge in der Gongara. Ich dachte, ich wäre jetzt gerade fertig geworden. Na gut. Lass mich mal hier erstmal meine Sachen leveln. Ich glaube, Cloud ist ein neues Level. Mit seiner Waffe bekommen. Ob ich mir jetzt leisten kann? Nö, irgendwie doch nicht. Weit. Okay, ich dachte, er war eigentlich. Na, ist da jetzt Level 6. Da. Hat hier nichts Neues aufgetan? Erfolgreich blocken. Jetzt hätte er auch kontern. TP Maximum 200. Synchro-Fertigkeit. Was ist eine Synchro-Fertigkeit? Gibt ja mal eher Freundschaftspunkte und so, ne? Na komm. Donnerwetter. Ja, du hast 10, 15. Wie war es hier? Natürlich nicht. MP-Regeneration blocken. MP-Maximum. Windige Verkettung, den Mist will ich nicht. Na gut, 5 Punkte, ja. Mein Gott. Passiven Fähigkeiten sind immer das Beste. Präzisionsabwehr. Warum habt ihr alles gar nichts? Mein Gott. Ich freue mich schon. Na, aber dann nehmen wir die nächste Mission auch an, nehme ich mal, ne? Doch nicht so lange. Wo ist das Brettchen hier? Ist das hier? Ist das das hier? Ja, Shetley. Ich muss ja gar nicht zum Brett, ne? Doch, wo ist das Brett hier von? Das, da.
Ich habe es gerade gesehen. Na, guck mal, was da ist, ne, oder wo wir da hin müssen. So, warte mal, ja. Geheime Zutat. Sisney, ich möchte eine Suppe aus Gonga-Pilzen kochen, aber ich komme sie einfach nicht hin. Ich will, wie ich will. Ja, da habe ich absolut keine Ahnung, was ich falsch mache. Na gut. Ja, schon mal dabei sind, ne? So, kann ich mich da in dem Bett kurz ausruhen? Fällt mir gerade ein. Du hast mächtige Abwehr. Ich glaube, da will ich lieber die Heilung rein. Ne? Weiter Dank. Viele Sachen hier sehe ich gerade. Kann nur in rechter Haltung verwendet werden. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Ich meine, Hast auf alle Charaktere ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Na gut, so. Ich bin hier wegen einer Suppe. Das ist bestimmt für tiefer, ne? Was ist hier passiert? Vorsicht, ich bereite gerade das Essen zu. Weil mit tiefer hatten wir ja über eine Suppe geredet, läuft. Fehlt noch. Das riecht interessant. Ich glaube, wir gehen besser. Ach, wartet mal. Wenn ihr mir mit den Zutaten helft, gebe ich euch eine Portion ab. Ich glaube nicht, dass ich eine Portion will. Hat der Bombein in der Küche eine Bombe angeschlagen? Alles klar. Also, was brauchst du noch? Gonga-Pilze. Ja. Ja, na klar, Gemüse von Torgan. Sein Verkaufsstand müsste gerade im Dorf sein. Könnt ihr dort mal vorbeischauen? Er wird am Dorfeingang zu finden sein, denke ich. Meine Güte. So, er ist rein da. Einfach einkaufen, da kannst du nicht selber machen. Du bringst immer so herrlich frisches Gemüse. Richte deinem Herrchen besten Dank aus, ja? Verzeihung, aber das eben. Das war der gute Brocco. Torgans treuer Helfer. Er übernimmt immer mal wieder den Verkauf des Gemüses, frisch vom Feld. Wir bauen zwar auch selbst Gemüse im Dorf an, aber das von Torgans schmeckt einfach am besten. Wir müssen Brocco hinterher. Na gut, jetzt habe ich eigentlich geschlafen. Oh, Red hat 2 MP. Wie ist denn das passiert? Mir gefällt es nicht, wie du gerade schwarz gesagt hast. Weiß man jetzt, was es mit diesen schwarzen Viechern auf sich hatte? Okay. So. Jetzt fällt er einfach um. Ich will auf Clouds Kopf. Aua! Schön. Ich finde das so gut, dass die Materie so sichtbar ist hier in den Waffen. Ich dachte, Red wird jetzt da gerade auf dem Stuhl sitzen. Aber die Materie, die man da so einsetzt, hier sogar da sichtbar ist. Und selbst wenn man die irgendwie wechselt hier, sieht man die, glaube ich, ne? Hier oben und rechts ist grün, dann links ist lila, unten ist gelb, ne? Wenn man das da ändert, dann ändert sich das auch hier. So, oh, ich habe einen Punkt hier. Ich habe einen Punkt hier bekommen. Sehr gut. Was aber wenn ihr mit dem physische Abwehr in der Offensivhaltung mit den Konterschaden. Das könnte nicht schlecht sein, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, aber das muss erst mal schaffen, ne? Mahlzeit, so. Juffi, ah, sehr gut. Kritischer Schaden, noch mal kritischer Schaden. Ja, noch mal. Habe ich ja gar nicht gewechselt, ne?
So. Na komm, jetzt ist oben. Es ist oben und unten grün und links ist lila und rechts ist gelb. Sehr cool. Cooles Detail. So. Ja, geblieben. Ja, geblieben. Jetzt muss ich wieder. Das war die gleiche Musik, ne? Warte. Jetzt wollen wir dich ein. Oh, ist auch so ein Pilz sich gerade. Oh, guck mal, da ist eine Materia. Ja. Was hat? Ist eine Materia? Ja. So, Widerstand. So, was ist hier los? Bert, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich komme jetzt da nicht mehr zurück, ne? Okay, oh. So, noch was? Lass hier hin. Boah, ich muss wahrscheinlich wieder den Hund hier die ganze Zeit folgen, ne? Haben wir schon mal so eine Mission, ne? Ja, Problem, ich will was kaufen, glaube ich. Boah. Bert, halt ihn auf. Okay. Diese Affengeräusche, die tun mich die ganze Zeit. Ich denke mal, das ist ein Vogel. Ich weiß zwar nicht, wieso ich die ganze Zeit Affengeräusche mit Vögeln hier verwechsel. Das verwirrt mich aber. Okay. So. Da bist du ja wieder. Guter Junge. Guten Tag. Ihr seid nicht von hier, oder? Das stimmt. Wir sind gekommen, um etwas Gemüse zu erstehen. Ich verkaufe nicht an Fremde. Ich habe schon alle Hände voll zu tun, das Dorf zu versorgen. So wie ihr aussieht, kommt ihr sicher aus der Stadt, wie? An Leute, die keine Ahnung von der Feldarbeit haben, verschwende ich mein Gemüse nicht. Macht euch vom Acker! Es stimmt, ich weiß wenig über ihre Arbeit. Aber ich kann sehen, dass dieses Gemüse glücklich ist. Ist dem so, ja. Dann klär mich mal auf. Was erzählt denn dieser Sprössling hier? Er sagt, der Boden hier sei wirklich gut. Deswegen könne er seine Wurzeln so weit ausstrecken und prächtig gedeihen. Oh. Sie hatte auch ein Blumenbeet gehabt. Nun knurre doch nicht gleich so. Ich will sie doch nur etwas necken. Mit der heutigen Verteilung der Ernte sind wir schon durch. Die Sachen hier könnt ihr ruhig mitnehmen. Vielen Dank. Das wissen wir sehr zu schätzen. Antworten dir die Pflanzen inzwischen endlich? Ich möchte eine leckere Gonga-Pilzsuppe zubereiten. Was müsste Ihrer Meinung nach alles in die Suppe hinein? Na, ohne ordentliche Gonga-Pilze brauchst du gar nicht erst anzufangen. Die Magonga-Pilze beispielsweise verleihen jeder Suppe eine ganz besondere Note. Wer auf den Magon-Hügel steigt und sich auf die Nase eines Schokobos verlässt, wird recht schnell... Kann ich aus Versehen so einen giftigen Pilz finden? Der Geschmack ist recht stark. Für eine Suppe muss ich da aufpassen bei Red damals? Welcher davon ist der richtige? Wenn du nicht den richtigen willst, stirbt es nicht. Auch so manches Ungetüm wird von den Pilzdüften angelockt. Vorsicht ist also geboten. Ach ja, und Salz brauchst du natürlich auch. Um den Geschmack der Zutaten maximal zur Geltung kommen zu lassen, ist korrekt dosiertes Salzen unabdingbar. Sucht nach Salz mit der gleichen Farbe wie das hier. Hey, Brocco, führe sie hin. Mhm. Oh Gott, der dauert Lebensbalken. Okay, suche Zutaten. 1 von 3, okay. So, ich werde so ein Zettel. So, sich schon bewegen, Kollege. Ja.
Meine Güte. Warte mal, soll ich nicht auf den Chocobo drauf gehen? Ja, dann muss ich da hin, ne? Mal gucken, ob ich hier was herstellen kann wieder. Ich sehe schon wieder die ganze Zeit so, oh, das ist voll, das ist voll. Jungfernkuss. Phönixtrank. Kuriert Frosch. Phönixtrank klingt aber sehr... Da kann ich mir aber auch erstellen. Okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Phönixfeder? Das sind halt Sachen, die ich schon dutznormal habe. Oh, ich hab Scheiß. Okay, Quetzalcoatl, muss ich echt noch mal gegen das eine Viech kämpfen? Die Musik. So, mehr kann ich ja nicht, ne? Kosmotit, Gunst des Planeten. Ja, frage mich, wo ich den Kosmotit finde. Stimmt, am Cosmo Canyon, ne? Ich hab schon wieder alles hier voll, ey. Brock, oder das ist irgendwie so eine Kombination zwischen Brock und Rocco. Der deutsche und der, also englische und deutsche Name von Rocco aus Pokémon. Wenn man die beiden Namen verbindet. Komm schon! Ja, ich bin schon wieder Frosche. Übernimm du. Überlass das mir. Los. Nieder. So. Sternstoppstrahl. Sternstoppdrache. So, irgendjemand hat gerade gelevelt. Barrett, Aris. Sah aber so aus. Cool. Da, Vorsicht. Wow. Ist da noch so ein Zeichen? Ja, hier muss ich hin. So, ich dachte, er bringt mich zu allen Sachen hier. Oh Gott. Muss also sein. Keine Chance. Komm her. Boah, Leute. Ziemlich schwach. Und tschüss. Nein, ich stehe. Nicht übertreiben, bin ich wohl. Ja. Ich glaube, die hatte ich ja schon erkundet, ne? Analysiert, meine ich. Was ist das da vorne? Ich hatte schon bekämpft. Magon. Ich bin bereit. Okay, den konnte ich nicht. Ah. Keine Chance jetzt, oder nicht? Mein Gott, der ist schnell geschossen. Jetzt gebe ich alles. So, und jetzt seid ihr dran. Oh, ich dachte, ich will alle treffen hier. Na, mach mal hier, Heilwoge. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man die Viecher erledigen kann. Mit Magie, ne? Der ist für dich. Man kann nie das würfeln. Nimm dir was ab. Das ist halt ausgewichen. Los geht's. Na, der Baum ist weg. Boah, Leute. Ich weiß nicht genau, wie man das Ding erledigt.
Mehr geht immer. Das sollte reichen. Okay, keine Ahnung. Nein, da unter Schaden genommen. Kann ich den heißen? Nö. So, Alice, ist ja schon da. Warte mal, ich hatte den jetzt analysiert. Egal. So, hier sollte es das Steinsalz geben. Unterscheiden Sie sich alle in der Farbe? Mal sehen. Ja, muss ich schon wieder richtiger wählen, ne? Gleiche Farbe wie das von Torgans Bild. Okay. Na da, ne? Na, das hier, ne? Ist noch irgendwas anderes versteckt? Nee, ne? Ja. Ja, ne? Ich mein's. Genau wie auf dem Bild, oder? Ja, ja, hoffentlich. Ich kann die anderen ja auch mitnehmen. Ob das richtig ist? Na, wie ist das andere? Trübes. Hast du einfach das Erstbeste genommen? Ich denke, das wird genug Salz für die Suppe sein. Jetzt brauchen wir noch Magonga-Pilze. Da waren ja mehrere. Waren ja noch mehr irgendwo welche? Nein, waren irgendwo noch mehr. Ich hätte irgendwie mehr von denen einsammeln sollen. Da war doch noch. Oh, Leute. So, also jetzt muss ich die Dings hier suchen, ne? Na gut, aber da muss ich wahrscheinlich. Muss meine Markierung nicht gesetzt hatte. Ich hatte ja eine Markierung gesetzt. Nichts weg. Schwein. Ja gut, aber ich weiß noch, wo das ist. Okay. Ich weiß auch nicht, was das für einen Einfluss hat, wenn man irgendwie Quests hier mit Sternchen abschließt oder nicht. Ich habe ja irgendwie so eine Quest einmal vermasselt hier mit Aris, wo man irgendwie Blumen sammeln musste, ne? Habe ich irgendwie die falschen Blumen oder so ausgesucht? Ich weiß es nicht. Irgendwie so weit war das. So. Ich meine, das war hier irgendwo. Glaube ich. Jetzt finde ich den Weg hier. Pass auf. Ich gehe schon wieder falsch. Oh, letztens habe ich das doch gefunden. Ey. Warum wurden meine Markierungen hier entfernt, Mann? Ich habe mir extra eine Markierung auf der Karte platziert. Warum ist nicht schon wieder weggegangen? Jetzt weiß ich wieder nicht, wo. Boah, Leute. Boah, wo bin ich denn hier schon wieder? Ich bin ja runtergegangen und dann war das da. Auf der rechten Seite. Ich habe die Brücke schon gesehen. Lass mich ja nicht schon wieder 10 Minuten lang rumrennen und das nicht finden. Ich so, nein, du, boah. Leute. Mann, wie hat den hier so verzwickt gemacht, ey. Mein Gott, hier gibt es nur einen einzigen Weg, wo du hier weiterkommst. So, wo muss ich lang? Ich war hier schon. Warte mal, hier ist er doch. Was mich hier immer. Ich kenne nicht nur einen einzigen Weg. Da oben die Brücke. Ja, die spätestens, wenn man die Quest gemacht hätte, wäre man schon hier drüber gestolpert. Aber meine Güte, ey, nur einen einzigen Weg hier. Zu dem neuen Gebiet hier. Und noch irgendwas, wenn wir schon mal hier sind. Ah, ich mag das Gebiet nicht, das ist so verzwickt hier überall. Also, du weißt gar nicht, wo du hier hin kannst und so, ne? Wo du hochklettern kannst, wo du runterklettern kannst. Und überhaupt. Da fand ich hier Call schon besser, ne? Da war es schon
sehr viel weitläufiger und so. Nein, nicht unter unten, nicht darunter. Ich schaffe doch nicht mal sofort auf das Ding drauf, wenn ich da vorbeilaufe. So, bitte lass mich hier irgendwo einen Schnellreisepunkt oder so finden. Wenn ich hier jetzt immer hingehen kann direkt. Ich habe keine Lust, den Weg hier immer wieder zu finden. Das müsste der Hügel sein, den Torgan meinte. Jetzt ist Chocobo Spürsinn gefragt. Ja. Ja, ich war da sowieso vorbeigegangen, also. Wow. Wow. Der Geruch ist an dem Pilz abgeprallt. Und das ist wieder so eine Eule. Oh, da. Ist das ein Magonga-Pilz? Die sind sehr selten. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Passt bloß auf. Sei bloß vorsichtig. Weit, um den Ganzen rauszusehen, darauf musst du ihn vorsichtig in die Richtung leiten, der am wenigsten Widerstand zeigt. Richtung wählen, Auswahl aufheben. Oh Gott. What? Indem er am wenigsten Widerstand leistet. Nein, auf mit dem. So war der Mäßen beim Migrieren ist oder was? Der vibriert irgendwie nur, wenn ich bewege. Richtung auswählen, Auswahl aufheben. Keine Ahnung. What? Irgendwie ja, so vibrieren hier die ganze Zeit, aber irgendwie vibriert der nur, wenn ich das bewege. Ist überall. Ja, ich verstehe das Spiel nicht. So, jetzt hier ein. Ich weiß nicht, mein. Okay. Yay. Bro. Suchen wir auch nach weiteren Pilzen. Chocobos sollten uns hinführen können. Noch mehr? What? Ist aber. Der spielt trotzdem nicht so. Mal in die richtige Reihenfolge, in welche
ich ihn rausziehen musste, von welcher war irgendwie wichtiger, anstatt irgendwie, weiß nicht. Oder war was anderes? Ah. Das Spiel irgendwie viel mehr Vibrationen in letzter Zeit, oder bin ich mir ein? Ja, natürlich sind da die Gegner im Weg, ne? Entschuldige mich einen Moment. Na. Versteinerungskugeln? Oh nein. Bitte nicht. Ich habe echt noch nicht. Kann ich schaffen. Übernimm du. Ich leg los. Kannst du übernehmen? Also, was ich auch machen kann. Oh, überall ausweichen zu lesen, ist so nervig. Könnt ihr auch Magie ausweichen? Könnt ihr sogar. Da jeden ausgewichen. Meine Güte. Kommen wir gar nicht dazu zu erkunden, weil wir die ganze Zeit Missionen hier machen. So. Noch ein Pilz. Den nehmen wir mit. Okay, sei bloß vorsichtig. Okay, ich muss einfach nur auswählen, wo am wenigsten. Hier ist am meisten. Ich glaube so, 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 so. Nein. Dann da oben als erstes. Boah, was? Okay, hier vielleicht. Da jetzt, ich dachte, man muss irgendwie genau in den richtigen Bereich. Was? Der hat aber am meisten. Da kann ich die Nummer 2 sein. Ja, der wird jetzt gleich hier sowas von kaputt gehen. Es fehlt schon noch ein Pilz. Lassen wir einen Chocobo suchen. Ja, schon wieder die Mission nicht mit Sternchen geschafft. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber immer eine bessere Belohnung oder so. Ich hoffe, da kann man irgendwann hier so. Ich hoffe, es gibt hier so Kapitelauswahl, so wie im ersten Teil, wo man dann die nochmal nachspielen kann oder irgendwie sowas. Weil da ist ja dann doof, wenn ich ihn nicht perfekt schaffe, ne? Es kam mir aber gar nicht sofort irgendwie rechts, irgendwie am zweiten, am rechts verrichten Seite hat sich so angefühlt, als wären da die meisten Vibrationen. Ja, da die zweitwenigsten waren, glaube ich irgendwie nicht. Ja, habe ich hier irgendwo einen Schnellreisepunkt freigeschaltet? Nee. Da war gerade ein Turm, den ich wieder verpasst habe. Nicht übertreiben. Ich habe den Angriff nicht gemacht, ne? Ich kann voll in die Luft bleiben die ganze Zeit. Wie als würde ich Kingdom Hearts gerade spielen. Ja, ich gehe nicht auf den Boden, ja. Ah. Nichts überstürzt. Komm schon. Ich
So, aber hier habe ich Dings eingepackt, damit sie alle Gegner treffen können. Ja, gut. So. Blöden Viecher. So, dann noch mal. Das war der letzte. Jetzt schön vorsichtig sein. Okay. Der ist sehr viel. Keine Ahnung, Mann. Natürlich nur mal, wenn ich den bewege, ja. So merkwürdig, so. Hier ist viel. Hier. Ha. Hier. Aber vielleicht gerade das. Warte, der ist schon kaputt. Egal. Schmecken sollte er doch trotzdem, oder? Ich habe nur zwei Versuche. Willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Das wären dann wohl alle, oder? Gut, jetzt haben wir alle zu. So, Kacke. Kehren wir ins Dorf zurück. So, ich muss mal hier einen Turm oder so aktivieren, damit ich hier mal mich hin teleportieren kann. Damit ich nicht wieder den ganzen Weg hier mal hinrennen muss. Ich auch hier runter. Ne. Ist wahrscheinlich voll die geilen Belohnung, wenn man das hier perfekt schafft, ne? Wollt eine Trophäe, wenn man alle hat, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es gibt irgendwie so Kapitelauswahl, wo man das nachholen kann oder so wie im ersten Teil. So. Wo ist er? Punkt Turmbo. Aber waren die gerade die Monster? Also, warum ist denn der weg auf der Karte? Da ist er. Warum hat er mir auf der Karte nicht angezeigt? Leute. Das ist schon schwer genug ist. Komme ich da hoch? Mal Leute. Hey. Hier ist Gebiet, ne? Gehen wir auf den Nerven langsam. Hier ist doch der Turm. Wie komme ich denn da hoch? Alter. Bin echt gespannt, was andere Leute über dieses Gebiet denken. Boah, Leute, wie komme ich da hoch? Boah, ich habe doch den Turm gefunden. Er ist doch da oben, Mann. Boah. Muss ich da hinspringen? Ich muss da wahrscheinlich hinspringen, ne? Na, guck mal. Leute, ey. Ja, wie komme ich jetzt da auch, ne? Lass mich da hoch, bitte. Das ist eine Brücke. Wie komme ich da? Da finde ich schon wieder einen neuen Ort. Wie komme ich jetzt da hoch, ne? Boah. Alter, ist das hier. Die Person, die dieses Gebiet hier designt hatte, die Leute, die würde ich gerne mal treffen. Und denen die Hand schütteln mit meiner Faust. Ich würde gerne deren Gesicht schütteln mit meiner Faust. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Boah. Ich will auch nur einen Teleportpunkt hier haben, damit ich nicht den ganzen Weg immer hin rennen muss wieder. So, oh, das Mogi-Äuschen, gut. Kann ich mich hier hin teleportieren? Kann mich nicht dahin teleportieren. Nur kann ich mich da nicht, brauche ich da nicht.
Ich werde jetzt nicht die Quest hier mit dem Mogis machen, da habe ich keine Zeit für. Habe ich jetzt keine Zeit. Was sagt ihr? Kann ich es dauert zu mal Kunden? Da ist ein Schokobo. Nehme ich auch. Irgendein Schnellreisepunkt, bitte. Okay, meine Güte. Oh Gott. Oh, Gott. Oh mein Gott. Eine güldene Feder. So, dann gehen wir jetzt noch hier zu dem Typen hin. Aber wir müssen gleich zu dem Typen, okay. Dann gehen wir da ein und geben die Pilzsuppe ab, ne? Und holen unsere, ich nehme an, mittelmäßige Belohnung ab, ne? Willkommen in Gongaga. Wie geht's dir schön? Okay. Mir doch. Das Feuer ist zu schwach. Lass es brennen. Gut, schon wieder angebrannt. Oh, wieso passiert das immer nur? Überreichen, was man parat hat. Wir haben dir was mitgebracht. Versuchen wir es doch gleich noch einmal. Ich helfe dir auch. Ihr habt euch alle so angestrengt mit den Zutaten. Dieses Mal darf es nicht schief gehen. Kommt hier gleich so eine atomare Explosion, ne? Ich bin jetzt tot, Zerstörer von Mann. Warte, ich einfach auch mit deinem Panzerschwert. Nicht so schlimm. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Dieses Mal scheint es geklappt zu haben. Wie schön. Die Fairs laden mich immer zum Essen ein. Deswegen wollte ich mich revanchieren, aber irgendwie habe ich es nie so richtig hinbekommen. Aber einfach aufgeben wollte ich auch nicht. Kochen ist wirklich anstrengend. Genau. Als ich noch in Midgar war, habe ich immer in der Firmenkantine gegessen. Aber rückblickend kann ich sagen, wirklich geschmeckt hat es dort nicht. Aber ein gewisser jemand hat nicht genug von den Bombeeren bekommen. Hm? Bombeeren? Wie die aus den Armeerationen? Genau die. Kennen wir sie? Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Wir sprachen von der Suppe. Ach ja, sie ist ja. Mal probieren, ob Kitzel sie hat sie ja gekannt, ne? Ah, ist die heiß. Oh, die muss erst noch abkühlen. Entschuldigt. Die schmeckt gut. Das Gemüse schmeckt richtig frisch. Jetzt verstehe ich endlich, warum das Gongaga-Gemüse überall so beliebt ist. Spitzenklasse! Okay, Chakra. Okay. Eine Fähigkeit, die ich nicht so wirklich benutze. Warum höre ich überall so Ding, Ding? Was könnte ich außer Suppe denn noch so fein zubereiten? Das hört sich an wie dieser eine Sound. Und so japanischen Lieder, so ja, so. Leute, was geht? Ich gehe mal kurz ein bisschen pennen. Gut, ja, genau das. Ja, okay, so, jetzt haben wir ja alles erledigt, ne? In Gong, weiß nicht, ob das perfekt abgeschlossen ist, aber. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? Bin alles Könner, nicht alles besser als jeder andere, ne? So, zeig mal, was habe ich sowieso schon einige nicht perfekt. Ja, guck mal hier, da ist nur ein Häkchen dran, hier sind Sternchen.
schon, das ist schon, glaube ich, das zweite Mal bei Aeris ist, ne? So, warte mal, mit tiefer, ja, da habe ich irgendwie das falsche Essen irgendwie ausgewählt. Hier habe ich die falschen Blumen, also ich habe sowieso ja schon vermasselt. Von daher bin ich hinter jetzt auch nichts mehr, nehme ich an. Na gut, haben wir jetzt alle Quests hier erledigt, ja, ne? Ich hoffe, man kann halt irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen würde hier, ne? Kann man die Kapitel dann neu spielen oder so? Muss man da noch mal alles neu erkunden und so? Boah. Keine Ahnung, ne? Welcher sehen, wie das abläuft, ne? Na gut, beim nächsten Mal machen wir jetzt wirklich die Erkundungen hier, ne? Wenn wir hoffentlich mal hier was finden, ne? Wenn wir halt mal erreichen, ne? Ich habe den blöden Turm nicht erreicht. Aber ja, wird schon irgendwie klappen, ne? So, dann haben wir ja noch so ein ganzes Gebiet zum Erkunden, ne? Da wird doch bestimmt lustig. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.